Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Destiny 2. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind ja hier mitten, quasi die erste richtige Mission auf UI. Wie nennt sie sich? Selber mal schauen. Die machen wir gerade, die rote Schlacht natürlich, Raserei. Und da wollen wir jetzt mal hier versuchen, das Ding hier irgendwie in Gang zu kriegen. Dann müssen wir mal hier durch. Unfassbar, dass diese myopischen Rotlegion-Ignoranten nicht realisiert haben, dass sie direkt in die Kriegsgeistkammer bohren. Jeden Tag wird es seltsamer. Ich stelle einen Anstieg von parakausaler Energie fest. Die sterilen Neutrinopartikel haben sich verfünffacht. Will meinen, Vorsicht vor den Besessenen. Du brauchst einen Übersetzer, Escher. Dann wird's ja langweilig. Läuft. Da ist noch einer. Noch ein großer. Kann die was? Könnte ich mit dem hier verschmelzen? Kann ich aber auch später machen. Heben wir einfach mal auf, die Exo. Es wird ja später noch andere geben, aber erstmal hier großes neues Level gekriegt. So einfach kann es gehen. Was haben wir hier? Vielleicht finden wir ja mal ein paar Kisten oder so. Keine gute Scharfschützenwaffe. Aber die hat schon Bums. Trifft. Akkus leere, genau. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Da macht er nämlich doppelt Schaden, oder größeren Schaden. Wie lang? Sieht irgendwie nicht so cool aus hier. Bisschen blöd gespawnt, ne? Die macht schon Bums. Da an die Waffe könnte ich mich echt gewöhnen. Nein! Nicht nur mal von vorne, bitte. Nicht ganz.
So. Okay, wir gehen über meine Deckung. Zieht er mich denn nach vorne? Shit. Wir haben hier keine Muni mehr. Deine andere Chance. Haben wir sie alle? Gute Arbeit. Ja, Gott. Finden wir den Override. Noch mal ein Arm. Ah, der wird jetzt nicht besser sein als der, den wir schon haben, wenn er nicht sogar gleich. Ja, manchmal ist es ein bisschen kompliziert. Wenn man halt vor allen Dingen, ich habe ja halt schon den vollen Charakter. Ich glaube, der Bohrer läuft. Und da ist man, geht man doch ein bisschen forscher vor. Ich kann es kaum erwarten, Vuvuzelas Plan, die Allmacht anzugreifen, zu diskreditieren. Aber, ja. Wo ist die Hexe hin? War ich so voll erwischt. Scheint alles erwischt. Das sieht nicht gut aus. Hier mit Schmackes rangehen. Mal ganz schnell hier. Also. Als würde da drin etwas flüstern. Immer wieder. Wow. Komm. Ja. Ich hab da keine Probleme mit. Ups. War nicht noch irgendwas Blaues? Perfekt.
So schnell kommen wir mit dem Level hier hoch. Ein Schwert. Ich liebe ja Schwerter. Also ein bisschen verwurschten hier. Es war jetzt kein gutes Schwert, aber es ist ein Schwert. Ein Kriegsgeist. Eine Art künstliche Intelligenz, um die Menschheit gegen das Unbekannte zu verteidigen. So. Sind wir auch wieder draußen, die Riesennarbe. Wow, der Bohrer ist an. Was? Heb ihn an, bevor er durch die Kriegsgeistkammer einstürzt. Ich nehme an, hier in diesen Dingern. Voll daneben. Hier mal ein bisschen radikaler rangehen an die Sache. Hier rein? Ne, ich muss da hinten hin. Okay. Bisschen Muni schmoren. Endlich! Lass uns den Kriegsgeist finden. Die haut halt echt rein, ne? Da sind wir die Hexe schon mal los. Nur die Viecher hier. So, komm schon. Lebt da noch was? Oh, ja. Teilen die sich denn? Da müsste echt immer hinterher sein. Einfach runter. Ikora, wir sind auf dem Weg in die Kammer. Ey, kann man dann wahrscheinlich eh wieder hochhüpfen. Das wird ein Spaß. Ich werde Zavala fragen, ob er mir die Zerstörungskapazität der Allmacht in Zeta-Joule nennen kann. Und er wird sagen, nein, Asher, kann ich nicht, weil ich ein leichtsinniger Tölpel bin. Ignoriere Asher. Finde den Kriegsgeist, verbinde ihn mit dem Netzwerk und wir erledigen den Rest. Ah ja, ich krieg erstmal hier ein bisschen... Oh, shit. Aua. Ey, das war uncool. Müssen wir erstmal aufpassen hier.
So, hier bin ich, glaube ich, sicher, safe. Shit, ey. Peu à peu nach vorne durchrutschen. Da. Ah, schon wieder keine Muni. Das sieht so nach Endbossraum aus. Verbindungsaufnahme zum Kriegsgeist-Netzwerk für Remote-Scan. Ja, wir können den Online-Status der Verbindung sehen. Wartet, da sind Besessene. Das sieht ganz uncool aus. Aber sowas von uncool. Ich muss laufen. Komme ich nicht weit. Da waren noch welche, ne? Boah, das sieht echt übel aus hier. Besessener Kugel. Immerhin 30 präzise Kills hier. Okay, da muss ich mir eine andere Strategie überlegen. Verbindungsaufnahme zum Kriegsgeist-Netzwerk für Remote Scan. Ja, wir können den Online-Status der Verbindung sehen. Wartet. Da sind Besessene. Haha. Direkt mal platt gemacht hier. Boah, die hauen aber auch drauf, ne? Hey. So schwer kann es doch nicht sein. Die Zeit ist um, Jungs. Ich wollte es doch noch fertig kriegen.